Simon und Catherine haben das Dunbed gefunden, das allerdings unter Quarantäne steht. Nun müssen sie jemanden finden, der einen Sicherheitscode kennt, mit dem sie auf das Fahrzeug zugreifen können. Nur an Bord des Dunbed wird es ihnen gelingen, in den Abgrund einzufahren und dort die verlorene Arche zu finden. Ja, hier... Tor. Hier war ja gerade mal schon wieder so ein kleiner Schreckmoment. Hier sind noch ein paar Bilder. Nichts von Belang. Toilette. Ich denke mal, hier werden wir nichts finden. Es sei denn, irgendeiner hat sich auf der Toilette den Schädel weggeblasen. Naja, da ist nichts. Hier war der Fahrstuhl. Von dort kamen wir. Hier waren wir. Hier geht's zurück. Hier waren wir auch bereits, aber hier nicht. Nope, das mache ich jetzt nicht. Lass mal ein bisschen beruhigen. Ganz unten in diesem Hauptraum gab es doch noch einen Eingang. Und zwar hier. Boah, gefällt mir nicht. Ich dachte, wir kommen zu diesen anderen Wohnquartieren. Thanks, Drummer. That's a real helpful report. Be quiet, the proxy listens. What happened to Theta? No explanations anywhere. Kind of sounds like a warning. Oh wei. Gefällt mir nicht, gefällt mir nicht. Wir gehen heiter und beschwingt hier runter. Nee. Leck mich. Nee. Nee. Das war noch viel gruseliger, als dort nach oben zu gehen. Wir gucken erstmal hoch in den versiegelten Raum. Oder Gang. Ich denke mal, hier ist es bei weitem nicht so gruselig. So. Und rein ins Vergnügen. Oh, hier ist es viel beruhigender. Der Zahnarztroboter. This is where I did my scan. And all the others, I suppose. You don't remember? My scan was the first. Had to test the scanner before I could start making promises. Na, schauen wir mal. Keine Verbindung zum Hauptrechner möglich. Bitte setzen Sie den Router im unteren Computerraum zurück oder wenden Sie sich an den Wartungsdienst.
So, mal gucken, was hier gespeichert wurde. Strasky, come in. I need help in the lab, the scan room. What happened? Conrad killed himself after the scan. Jesus, how? Naser tool. What should I do? I'm gonna need to tell Strohmeyer. No, please. I'm so close. Strohmeyer's gonna shut down the ARC project. It's not my fault people keep killing themselves. Catherine, what are you gonna do? It's not like you can sneak a 300-pound body out of the lab. I know. Catherine, are you okay? Not even close. Oh, oh. Das hat ihr sichtlich zu schaffen gemacht. Dass sich die Leute nach dem Scan einfach so wegnocken. Mensch. Hier gibt's doch überall Licht. Ah, I see. What? Check the terminal. I just want to make sure. Jo, machen wir. Die Nanami-Struktur, komprimierter Nakajima-Neurograph, Professor Nakajima Shin, 2014, nicht lang her, ja. Berg. Die Paste-Dateien Berg. Wieder Nakajima Neurograph. Professor David Manshi. Nationalität kanadisch. Also der Manshi hat die ganzen Kanadier wahrscheinlich Hirn gescannt. Und mal schauen, was Manshi über Manshi selbst ist. David Manshi? How did this. What is this? Der Manshi ist auch gescannt. Paul Berg, aber die wollten sie sich doch selbst gegenseitig auch mal testen. Aber der ist gestorben am 23. Ja, der ist 98 Jahre geworden. Boah. Jared, das sind wir. Kath, what is this? Why do you have a file of me? You are one of Dr. Munchie's templates. The legacy scan. Die Paste-Dateien Simon Jarrett. Auch wieder Nakajima. 2. Mai 2015 von David Munchie. Also wir sind am 1. Juni gestorben. Nach dem Unfall. Na, schau mal, was für Audioaufzeichnungen vorhanden sind. Das war ja am Tod, am Todestag. Okay, that's it. Wow, that was fun. That's a relief. Still figuring this out, so. It was freaky. So many lights. What do we do now? Paul and I are gonna run tests for a week or so, and then we'll work out a roadmap to your recovery. Well, I feel excited. Can't wait to get back to the living. Das war ja komisch. We've worked everything out. Everything is legal. Vouched for by Dr. Peak and Professor Wei. Ah, oh, that's great news. No big change in medication. You'll be taking an aspirin every morning, but that's about it. Paul worked out a diet with some variations you should try out. You can continue doing physical therapy. Also, there's some extra cardio training every other day. Okay, getting complicated. Don't worry, it's really not. We're gonna keep an eye on you every week, so we'll be able to adjust the plan if needed. The model was sound. It should have worked. It's not your fault, David. I really wish things had turned out differently. Yeah, me too. I was supposed to save you. Hey, you got my brain on file. Maybe you can put it to some use. Yeah, who knows?
You'd be okay with that? Using it for my research? Sure. It's like a part of me lives on or something. Like a donated organ. You know what sucks about dying? What? The crash. Everything up till now. The brain damage. You guys, everything. It's made my life so much more real. I started thinking about all the things I was going to do. I'd never been more excited to be alive. All that hope. Wasted. Ja, Wahnsinn. Er ist am 2. Mai gestorben. Und dann hat Manchi wahrscheinlich auf digitaler Ebene weiter mit ihm kommuniziert. Der Wahnsinn, ist schon übel. Ja, hatten wir doch schon. Das wollte ich nochmal schauen. Ach nein, der ist erst am 1. Juni ist erst gestorben. Ich lag falsch. What's a legacy scan? They're historic templates for AI construction. Any self-respecting engineer wouldn't use legacies anymore, but they're great for learning. They come with every development kit. So, my brain scan turned into a template for artificial intelligence. You should be proud. So much for that mystery. No magic or time travel needed. I was here all along. Waiting for someone to shove a picture of my brain into his suit and hit the power button. Das ist gar nicht so leicht zu erfassen. Welcome to my place. When I started the art project, I pretty much lived in this lab. Cozy. Wir müssen runter in den Hauptraum. Are they similar to my legacy file? No, yours is flatter, if that makes sense. Less dynamic. Thanks. That makes me feel much better. Damaged. Bust. Broken. So, schauen wir uns. Hier ist noch ein guter. An intact memory chip. If we're lucky, we might be able to extract the cipher from it. Möchten wir weiter schauen. Vielleicht ist ja noch was da. Hier nicht. Hier vielleicht. Nein. Also war wahrscheinlich nur der eine Scan noch vollständig. Das ist alles defekt hier. So, da müssen wir wohl jetzt mal mit diesem Scan. Zu Catherine. Tja.
Tja, das wird sich später noch aufmachen, denke ich. The legacy scan of me that was on the computer. What did you use it for? It's a template that has an intelligence password already etched into the base. So, if I wanted to build an AI, I wouldn't have to reinvent a whole model. I would be able to focus on the things that the AI is to be used for. Is every AI self-aware? Do they also think they're Simon? What? No, Simon. Don't worry. It's not like we just put people into robots and machinery and let them run free. That'd be really cruel. It doesn't work like that. Or at least it didn't used to work like that. Truly sentient machines, thinking they are people, is definitely new. But you kept them sentient for the Ark. Yes, and I basically had to invent the method. Der Wahnsinn. Doch, da möchte ich nicht hin. Wir gehen erst nochmal zu Catherine. Vielleicht ist hier ein Computer. The laboratory terminals have lost contact with the mainframe. We need to reset the router downstairs. Don't worry, I'll take care of it. Na bravo. The terminals in my laboratory have lost connection to the mainframe. Head downstairs and reset the router. Okay. Okay, gibt ja sonst nichts anderes zu tun. Das mache ich mit Freuden. Hier kommt der Deal. Hallo, meine kleine Wauwau. Oh Gott. Ich kann noch nie wieder hoch hier. Es speichert. Kann mal reinschauen. Jetzt wollte ich horchen. Au wei. Meine arme Pumpe. Wie können wir den blöden Wauzi alle machen? Er gefällt mir überhaupt nicht. Da ist der Surfer rum. Ich gehe erstmal hier rein. Komm. Licht, Licht gibt's hier nicht. Na schön. Schön Schrank. Sowieso nichts drin. Das muss ich ein bisschen kritisieren am Spiel. Es gibt so viele Schränke und da ist nie was drin. Dass da der blöde Flimmer-Heini ist. Oh Gott. Der fühlt sich nicht wohl. In der Wau. Er ging nicht. Wir können ihn nicht scannen.
Ich möchte da nicht rein. Hier ist schöner. Leck mich am Ärmel, ey. Eins, zwei, Freddy kommt vorbei. Oh, Leute, Leute. Da kommt der Affe. Oh. Komm hier rein und dann... Wer ist das? Akers? Oh, der ist ja bitterbös. Auwei. Boah. Das... Boah. Müssen wir machen. Ich hab gewusst, wir kommen hier nicht mehr raus. Du Scheiße. Er weiß, wo wir sind. Komm, du kommst die Treppe nicht hoch. Du bist... Ein dummes Gerät. Das ist ja übel. Dort kann er ruhig ein bisschen rumsurmen. Ich denke mal, der kommt nicht hier hoch. Der Penner. Oh. Scheißendreck. Und wie er da hochkam. Also wir müssen den umgehen. Wir müssen schleichen. Wir müssen leise sein. Er öffnet die Türen, wie er will. Ach du gute Welt. Dort ist... Da kam Ras noch rein, jetzt nicht mehr. So, das wird jetzt gar nicht so einfach. So. Die geht dann sicherlich auch noch auf. Platscht hier herum, da ist er. Hast du nicht ein bisschen eine Knarre für mich? Ich würde sie oder ihn gern erlösen.
Das ist ja schrecklich, Leute. Da ist er. Da geht mir auf den Sack. Vielleicht können wir großräumig umgehen. Lebt auch noch. Ey, Leute. Hochfahren das Ding nur wie? Au, wei. Nicht, dass sie jetzt hier noch ein fetzen Rätsel draus machen. Ja, würde ich gern. Da ist Platschi. Und platscht herum. Oh Gott, ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist ohne diesen Idioten schon schwer. Das würde nicht gefallen. Bitte warten. Könnt wetten, das ist Akers. Warum dauert das so lang? Das macht das Ding absichtlich, ey. Was für ein Schalter umlegen? Hauptrechner online. Er wird schneller. Hoffe ich mal nicht. Ich rutsche schon wieder vom Stuhl. Grauenhaft. Ein hervorragendes Labyrinth. Wir sind draußen. Nur, wie soll ich jetzt hochkommen? Hier ging's doch nicht hoch. Das sei mir gedacht. Scheißen Dreck. Hau ab! Hau ab! Ey, der Petter läuft. Der läuft wie ein geschlechtskranker Tanzbär und macht mich alle. Ich hab keine Chance. Leck mich am Ärmel. So, soll ich das Ding jetzt nochmal anschalten? So, jetzt komme ich hier zurück. Da kommt der aber nicht drüber. Ich schau mal, ob ich werde wohl noch mal runter müssen. Good job, Sammy. It's better than that. I'm not going down there again. Puh.
Puh, der Tanzbär hat uns ganz schön alle gemacht. Es blumt auch ganz schön. Ich glaube, bei diesem Fischer oder wie der hieß, da war doch. You're not worried that there are other Simons or Catherines running around out there. Now I am. Geez, Simon, some thoughts are better left alone. Jo, also bei dem komischen Fischer in der Bude war doch irgend so eine Wohlfühlpuperze. Ich denke, wir sollten uns mal ein bisschen frisch machen. Oh ja, Guy Conrad, Dean Masters. What do you mean? You do know about yourself. No, I mean the real Simon, the human Simon. Going by your reactions, I'd say he'd be pretty upset. Strohmeier, Mark Sarang. Der letzte war's, genau. Martin Fischer hieß er. Taschenlampe an. Und Finger bzw. Arm rein. Boah, nein. Aber uns geht's besser. What the hell are you doing? I know it looks bad, but it makes me feel a lot better. Helps me focus. That's the wow you're hooking up to. I need it, okay? I wouldn't have made it this far without it. Let's just keep going. Jo, also langsam aber sicher können die neben diese Puperze in Eimer Vaseline stellen. Mein armer Arm. Das kennen wir alles schon. Das war Robin, Bass, Mark Sarang, Strohmeier, der Boss, Sicherheitsboss, Javid Goya, Catherines Raum, Brandon One, Maggie Komrebi, Nadine Masters und Guy Conrad. Da waren wir schon. Nee, da gehe ich nicht nochmal runter. Haben wir vielleicht auf. Wo ist das? Ja, wir wussten es, wir wussten es. Wir sind hochattraktiv. Ah, das ist nochmal das Gleiche. Aber wir hatten Glück im Unglück. Wir können uns ganz normal bewegen. So, wo müssen wir denn hin? Zu Catherine, oder? Hier lang. Ja, es sieht doch schon wieder viel besser aus. Der Blumen ist weg. Der Motion Blur. Also scheint uns die Wow auch irgendwie zu helfen. We should try running a simulation from the chip you found. Someone must know the cipher. Den Sicherheitscode brauchen wir. Run a simulation from the chip you found. Ja, und wo? Warte mal. Eventuell in dem Scanraum von Catherine vielleicht.
Ich glaube, der Tanzbär ist immer noch da. Und ich denke, das ist Akers. Hier oben war das, genau. Go ahead, plug in that chip you found. Jetzt können wir mal schauen, was hier so passiert. There should be a list of people. See if there's anyone who could know a security cipher. Wir brauchen hier mal mit Sicherheitscode. Hier fehlt aber der Strohmeier. Lindwall, Neuro, Nagashima, ja, Sarah Lindwall, Grün. Sarang. Ich weiß es nicht. Nagashima Neurograf Brendan One. Das ist von Sichuan. Gibt es da irgendwie Ende Sichuan? Delta Flüchtlinge Robotertechniker arbeitet jetzt für Strohmeier. Na, den nehmen wir doch mal. Können wir die jetzt eigentlich in die Arche hochladen? Oder was ist das hier? No, won't work. We need someone from Theta Security Group. Ach nee, wir laden sie nur in den Computer von Catherine. Also nehmen wir den One Brendan. Der arbeitet ja für Strohmeier, der könnte den Code wissen. Very promising. I'll just load him up and get the simulator going. Oh no. There we are. What are we doing exactly? We're gonna have a talk with Mr. Wan. Use the computer to activate the simulation. Keine Umgebung, kein Modul. Wir probieren's mal. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard. What? What happened? Where did everyone go? Don't be afraid. Chun? What happened to you? I can't see anything. There's nothing here. It's okay. It's all a part of the scan. No, that's a lie. Oh, das wird nichts. Mr. Wan, I need you to stay calm. No. Well, why are you doing this to me? I trusted you, Chun. I trusted you. Das war mir klar. I mean, he's a perfect scan, meant for the Ark. He's the real deal. And we turned him off. Took it all away again. I really thought that was gonna work. Maybe we can try again. Nee. Das ist digital. Und digital, da gibt's keine anderen Ergebnisse, wenn man das Gleiche nochmal wiederholt. Uns fehlt hier eine Umgebung und auch irgendein Modul fehlt uns. Sieht auch aus, wie wenn hier auch eventuell noch was reingehört, weil die Kabel gehen in den Computer. Ah, die haben wir alle schon durchwühlt, da ist nichts mehr. So, Augen auf beim Autokauf. Also 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sind schon in der Arche. Was ist das? Oh. Na, schau einer an. Da haben wir doch schon was. Kommt das? Genau. Es kommt hier rein.
Da schauen wir mal, da schauen wir mal. Wir haben einen Strand und eine Skihütte. Tja, ob allein nur diese... Wir nehmen mal die Skihütte. Ich glaube, das geht immer noch nicht. Where am I? Take a deep breath, Mr. Wan. Everything is fine. Dr. Chun? What the hell is this place? I don't have time to explain. I need you to give me the new security cipher. Das klappt nicht. Is this some trick? I'm not giving you anything. It's not for me. I'm trying to save the Ark. No, you're lying. This is all a lie. Look at this place. It's a fucking joke. Get me out of here, Chun, or I'll punch your teeth in. Wait. Simon, you just reset the simulation. Na, das wird doch sowieso nichts, Catherine. Außerdem mag er dich nicht. Da. Hier muss noch ein Modul fehlen. Am Sitzen, nein. Hier ist auch nichts. Oh, was? Dateien. Imogen Reed, Guy Conrad. Testumgebungen. Na, warte mal. Hier ist auch noch so ein Modul. Ja, da können wir diese Cartridge reinstecken. Das ist die richtige. Die Scan-Umgebungen. Wir brauchen was anderes, denn... Jetzt schauen wir mal. Okay, lade externes Gerät. Hier haben wir den Strand und die Skihütte drauf. Das haben wir erst gesehen und... Diese Person können wir nicht reinbringen. Tankfluten. Kaputt. Scanraum. Chip. Den kriegen wir auf den Chip, den Scanraum. Strand haben wir. Versailles. Hervorragend. Daten von der WAU rekonstruiert, nicht verwenden. Ach, leck mich. Übertragung abgelehnt. Vielleicht klappt das mit diesem Scanraum, ihn zu überzeugen, den Herrn Buendenwan. Uns fehlt immer noch ein Modul. Also ich glaube nicht, dass das klappt. Probieren wir es einfach mal. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard. What? Where did Alice? Wo ist Alice? Mr. Wan, can you hear me? Chun? Where's Alice? She had to leave. Listen, I really need to know the new security cipher. What? Why? Why would you need that? This is the trick. No, das it's klappt okay, I nicht. I know you couldn't be trusted. None of this is real. But you won't break me, WoW. You hear me? You won't break me! Do we need to turn it off? Can we just keep him alive until we've got the cipher? The longer he's exposed to the computer model, the more he'll get hung up on it. So, what's wrong with letting him settle in a little? It would drive him insane. So let's keep the session short and the suffering to a minimum. Uns fehlt hier was. Uns fehlt noch ein Modul. Thank you.
Nee, du. Das ist krass, liebes Spiel. Warum hat er nach Alice gefragt? Oh, nicht so lang. Nee, das sind nur wir. Leg mich in die Fressgeschisse. Da ist nicht mehr. Haben wir hier schon reingelangt? Strusky, come in. I need help in the lab, the scan room. What happened? Conrad killed himself after the scan. Jesus. Ach doch. How? Das kennen wir schon. Casri, kannst du mir mal sagen, wo ich hin muss? Puh. Ich habe eine Idee. Wir können noch mal. Ich kann mich an den Namen Brandon erinnern. Er hat doch hier eine Wohnung. Here we go, Brandon Wan's room. I'll just override the lock for you. Leck mich am Arsch. Mensch, Kessrin, warum hast du das nicht erst schon aufgemacht? Jetzt können wir hier rein. If we get to know him, maybe we can make the simulation a little smoother. Da werden wir mal schauen. Das brennt wann mit seinen Eltern. Mit Freundin oder Frau? Na, wir schauen mal rein. So, 14. August. Eggers hat uns endlich der Evakuierung für Delta zugestimmt. Goya, Kria und ich sind heute nach Theta umgezogen. Eggers meinte, er würde noch ein bisschen länger bleiben. Dieser durchgeknallte Bastard. Ich bin zwar stolz auf meine Arbeit, aber seit sie von der Oberfläche keine Ersatzteile mehr schicken, geht hier alles drunter und drüber. 11 Tage später. Brandon mentions a girl named Alice. They did their scans together. Alice Coster? We could try to make him think that she's there during the simulation. Might make him talk. Not sure how though. Keep looking. Jo, wir suchen weiter. Habe heute zusammen mit Alice meinen Arche-Scan gemacht. Strohmeier hat mir erzählt, Arche-Scan zusammen mit Alice gemacht. Deswegen hat er nach Alice gefragt. Strohmeier hat mir erzählt, dass mich der Hangover quasi umbringen würde. Was für ein Arschloch. Anfangs ging es mir noch ganz gut, ein paar Stunden später aber bekam ich fürchterliche Kopfschmerzen. Am schlimmsten aber schmerzte diese Chuntrulla. Sie kann manchmal so unangenehm werden, dass es mir die Haut aufstellt. Oh, der mag die Catherine wirklich nicht. 7. Oktober. Strohmeier ging total an die Decke und untersagte alle zukünftigen Scans für das Arche-Projekt. Anscheinend wollte Konrad bei der Kontinuität mitmachen und gab sich gleich nach dem Scan direkt im Pilotensitz den Rest. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir neue Sicherheitscodes bekommen werden. Und am 15. Januar habe gerade gehört, dass das Komorebi vom Messungsteam nach Delta unterwegs ist, um Akos abzuholen. Er ist jetzt schon seit Monaten allein.
keine Ahnung, was er in der Zwischenzeit gemacht hat. Mehr geht hier nicht. Hier muss es noch mehr Hinweise geben. Fischerbude und ein buddhistischer Tempel. Fairchild Award. So, jo, wir tun gleich diesen Puffer abfragen. Da war er wohl mal im Death Valley. Und dieses Schloss kenne ich nicht. Warte mal, vielleicht hat er den Code irgendwo auf so einem Bild stehen. Nope, ich glaube nicht. Das hatten wir, glaube ich, schon gesehen, ja. Also schauen wir mal in den Datenpuffer. Brandon, you ready to go? Strohmeyer says it's time to move. I'm waiting for Stratsky and Alvaro to pack up their stuff. Head downstairs and I'll meet you there. Don't take too long. Don't worry, we're right behind you. War das? I think I just heard Alice talking to Brandon on the intercom. Seems like they were getting ready to leave. You got that from the intercom? Must be a transmission buffer. Hang on. Great, this is exactly what we need. I think we got this, Simon. I can synthesize Alice's voice from the intercom and use it to impersonate her for the simulation. We can trick him into feeling safe enough to open up. Great. Definitely feeling good about this. Good job with the intercom. I didn't know you could data mine. What's it like? It's just something that I do now. So it comes naturally to you. That's really interesting. Yeah, I'll make sure to add it to my dating profile. Die gehen jetzt Parship'n. Wo ging's raus? Nee, hier nicht. Hier kommen wir weiter. Wir müssen jetzt zurück. Vielleicht... Sie hat ja gesagt, sie möchte die Stimme imitieren. Also, das war doch hier oben. I compiled an Alice module that we can use. So she'll be with Brandon in the simulation. Sort of. I'll still need to do the talking, but it'll sound and look like Alice. Aber weil jetzt werden die den Brandon komplett verarschen. Was hat Catherine vor? Alice ist schon drin. Genau. Und erst im Scanraum, glaube ich, da war er ja schon fast so weit, hat ja schon ein bisschen mehr geredet. In der Strand- und Skihütte, oder an der Skihütte hat er gesagt, hat er gleich abgelehnt. Was ist es für eine Umgebung? Nee, kenne ich nicht. Ab. Und sie haben sich gemeinsam gescannt. Also ich mache das einfach mal so, Scanraum und Alice. So bad. Strohmeyer really got me worked up, bastard. Well, that's what you get for listening to his stories. I guess I had it coming. About Strohmeyer. He said he needed a new cipher ASAP. What should I tell him? It's all right. I can talk to him. Wait, didn't Chung just tell you to take it easy? Don't worry, I'm not gonna tell anyone. Nah. I do feel hungover. Okay. It's 1729 over 42. Wir haben den Code. Over 407. Got it? Yeah, I got it. I'm sorry, Mr. Long. Oh, jetzt hat sich verquatscht, goodbye. Die Catherine. No, wait. That's enough. We got what we need. Is that what we are? Simulations? Yeah, but it shouldn't make any difference. You're still you. I'm not sure what to do with the data. You decide.
Wir lassen ihnen die Chance auf die Arche. Wir fahren nur den Rechner runter. Wir löschen nichts. So, jetzt müssen wir wohl zu Catherine. Simon, we got it. We can get to the Dunbat now. Get back here. Jo, genau. Ab ins Dunbat und nichts wie ab. Ich hoffe mal nicht, dass der Gelee-Sack nochmal auftaucht. Quatsch, verkehrt. Catherine, couldn't we just have extracted the cipher from Brandon's data somehow? So cruel bringing him back like we did. Das stimmt. No, that's impossible. Memories don't work like that. Let's just hope it was worth it. Tja, wer ist Catherine? Sollten wir ihr hundertprozentig vertrauen? Ich meine nein. Wo ist denn die? Ach, hier. There you are. Just warming up the Dunbat for us. It's been collecting dust for months, so it might need a minute. Okay, that's it. That's everything. Let's go ahead and... Huh. That's weird. Never mind. What do you need me to do? Head inside the dock. The Omnitool can open the door now. And get into the Dunbat. Then plug me in and I'll take us into the Abyss. Sounds easy enough. Also fahren Sie jetzt in den Abgrund. Ich schau noch mal rein. Ups. Ach, das brauchen wir nicht mehr. Hier kann man sowieso nicht viel sehen auf der Karte. Okay. Wir müssen... zum Dunbat. Oder wie das Ding heißt. Die sind jetzt wieder zu. Vielleicht hier. Jo. So, Leute. Eine knappe Stunde haben wir erreicht. Bedeutet, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann.